Leute, ich bin hier. Ich habe das wirklich speziell gefunden, wo ich jetzt gerade bin. Ihr hört es gerade, es ist nicht der Wald. Oh, ich dachte, das wäre eine Nacktschnecke. Ich bin dann an einem ganz speziellen Ort. Und zwar ist es in der Nähe meines Zuhause. Und zwar bin ich jetzt auf Kies, wie ihr es gerade gehört habt. Da ist ein Teich. Never mind. Also, jetzt kann ich in der normalen Stimme vloggen. Verdammte Sch. Es ist gerade ein Hund. Halt's ab. Das ist total lächerlich. Da ist fast seit Jahren niemand gekommen. Außer die neuen Tische, die da sind. Da vorne ist ein Fußballfeld. Genau da war der Platz, hier vorhin, vor dem Teich, doch jetzt haben sie irgendwie neu gepflanzt. Irgendwie ist das krass, muss ich schon ehrlich sagen. Hätte ich das gewusst mit dem Hund, hätte ich es nachher für euch gefilmt. Es sei denn. Okay, ich gehe jetzt da wieder rein und zeige euch das Fußballfeld. Egal, ob ich ein bisschen angeschaut werde. Bin mir nicht sicher. Also, ich habe nur das so geklickt, so, wo ich gesagt habe, eine normale Stimme, wo ich vloggen kann, habe ich nachher gesehen, wie so ein weißer, ich glaube, das ist doch ein Pudel oder ein Hund, was so gerannt ist. Und da ist ein Tisch, das aussieht wie Miniatur. Nein. Ich konnte es euch jetzt gerade nicht zeigen, aber überraschend. Ist das unglaublich? Denn genau hier oben sollte man zu diesem Fußballfeld hier vorne kommen. Hier vorne. Ja, krass. Also, ich werde jetzt mal einen anderen Weg nehmen. Also, just in case. Also, mein Handy ist gerade beinahe im Wasser gefallen. Und ich war extrem schockiert. Und ich sagte ihr einen anderen Eingang. Aber. So. Also ich gehe da wieder unten. Da vorne ist so ein Mini-Auto. Ist auch niedlich. So ein Mini. Da ist ein Müllcontainer. Ah, hier rauf geht's zum Fußballplatz. Sieht man das Spinnennetz? Na fuck, geh in Schatten. Ich glaube schon. Also ich spüre noch Spinnennetz. Also hier sind wir richtig. Da sieht jetzt gerade ein Goal. Ja, hier. Und da ist sogar ein perfekter Platz zum Joggen. Ja. Eine gute Location in der Nähe meines Zuhause. Da dieses Video ein bisschen länger wird, möchte ich es ja nicht sagen, aber ich werde für euch, da ihr meine Abos seid, werde ich für euch, ja genau, filmen, wie ich jogge. Und das ist extrem langweilig. Deswegen tue ich es in einem, Achtung, zweifach, nein, vierfach, nein, dreifach, egal. Achtmal ist doch übertrieben. Also, 3,5. Also, machen wir das? Also, ihr könnt es euch jetzt sehen. So Leute, jetzt seht ihr gerade mich ohne Face zu. Also, jetzt seht ihr, wie ich 10 Runden jogge. Also, um das zu beweisen, also vielleicht habt ihr mich nicht gehört, um das zu beweisen, hole ich jetzt mein iPod raus. Ihr wisst schon, mit dem ich den Discover Love the Team gemacht habe. Also, was? Ich werde ihn jetzt kurz mal rausholen. So, Leute. Ihr seht jetzt gerade mein iPod. Hoffentlich seht ihr den Screen. Ja, hier. Da sieht man schon eine Uhr mit Play- und Pause-Symbol. Also, hinten sieht es so aus. Das Design könnten wir mal in einem anderen Video mal sprechen.
Also, es beginnt jetzt. Also, wie gesagt, 10 Runden. Also in 3, 2, 1. So, Leute. Wie viele wir haben. Ich kann fast nicht mehr reden. Ich sagte ja 10 Runden. Steht drauf, ich habe 3 Minuten 18, 9 Millisekunden. Ja, 3 Minuten 18 Sekunden, 9 Millisekunden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst ein Like da, teilt es mit euren Familien, Freunden oder wie ich es gerne nenne, Familien und Freunden. Ja, seid sicher, dass ihr mich abonniert, denn in manchen Videos werde ich euch manchmal sagen, wann könnte ich diesen Vlog mal stattfinden lassen oder wann könnte ich dieses Event mal besuchen. Tja, das weiß ich nicht. Also, es ist jetzt eigentlich gerade Zeit nach Hause zu gehen. Dabei habe ich mir dort drüben jetzt gerade den Fuß weh gemacht. Also Leute, ich wollte jetzt gerade noch normal nach Hause laufen. Doch hier habe ich es gerade weh gemacht. Aus Versehen von so einem wollte ich eigentlich gerade nur laufen. Dann nicht so. Und dann, ja, habe ich... Mm-hmm.